Also, ihr kennt das Engagement. Wir bestellen wieder Pizza. Richtig übergewichtig. Dieses Video ist gesponsert von Flipschwab. ASMR. Schmeckt das scheiße. Also, wir rufen als erstes bei irgendeiner Aral-Tankstelle hier in der Nähe an. Da darf ich nie mehr tanken. Wurscht. Wir wollen da mal probieren, ob es da Pizza gibt. Wir bestellen. Also, wir hatten schon bessere Ideen, muss ich zugeben. Ihr seht, irgendwo da ist es so ein. Also, wir rufen jetzt bei dieser Fettarsch-Tankstelle an. Und probieren da. Bitte zu bestehen! Wartet, wir haben 18.27 Uhr, ungefähr so halb sieben Atomzeit in Deutschland. Das ist irgendwie so 6,5 PM in Amerika. Da waren andere Leute irgendwie so Abendessen. Wir rufen bei der Tankstelle an, wollen Pizza bestellen. Pizza! Thunfisch! Ah ja. 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 Ich hätte gerne Pizza. Ja, ein was ist denn, wo ist denn hier so ein Pizza? Pizza, Pizza. So eine Scheiße. Restaurant war es. Die hat aufgelegt. Wir bestellen wieder bei der Roma. Ich weiß die Nummer auswendig. Der Tobi will eine Pizza, eine große, beide auf die Diät. Deswegen Schwipschwapp. Guten Abend. Ich hätte gern einmal eine Pizza Margarita in groß. Und eine Pizza Mario auch in groß, bitte. Das war's. Ja, bitte. Jo, danke. Ihnen auch, tschüss. Ihr wisst grad nicht, der Tobi, der schwimmt, der schwummt, der schwabbelt hinter der Kamera rum. Der Stuhl bricht fast ein. Hi, Tobi. ja. Die Pizza kommt und da gibt's wieder eine ordentliche Montage vom Essen. Sprit ist all. Willkommen zu einem neuen Video. Ich war gerade am Spielplatz, habe ein bisschen gespielt, man hat es bestimmt gesehen. Ja, da hinten steht meine Kutsche. Stolze 2 irgendwas FPS, Gamäuel. PS. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber hier, da stehen schon 15.000 Kilometer drauf. Das Ding ist 15.000 Kilometer gefahren. Viel Spaß beim Zusehen. Ich werde wahrscheinlich probieren, was zu erzählen, aber ihr werdet mich wahrscheinlich nicht so gut hören. Naja.
was ist das eigentlich? Hier, das ist Land- oder Bundesstraße? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist Landstraße. Da hinten sind Ziegen. Hallo. Wir könnten gerade mal eine kleine Challenge machen. So, erster Gang. Jetzt schalte ich mal einen zweiten und probiere mal anzufahren. So, geht doch, Alter. Das macht richtig Spaß. What the fuck? Na komm, du alte Sau. Du hast schon so viel geschafft, da packst du auf den Berg. Da liegt Scheiße. Yippie. Und ab dafür. Ist doch schon wieder schlimm. Crazy. Olaf, du darfst mir schon mal sowieso nicht filmen. Doch. Okay, muss aber fragen. Ja, das geh mal ganz nicht. Nah an Lars Auge rein. Nein. Da sieht ja ein hässliches Kind. Egal mit welcher Kamera. Olaf, weißt du, der hat so seinen scheiß Mofa-Vlog. Wir fahren da lang und dann so, ja, da oben in der Scheune wohnt der Lars. Und der Lars wohnt immer in so Dingern. Ich bin der Uli. Uli! Erstmal die anderen rausfahren lassen, dass die Sport zu machen können. Seid ihr alle angeschnallt? Ja, nein. So, freust du dich schon aufs Schwimmbad? Ja. Guck die Kamera nicht auf mich. Ja, du auch, oder? Nein, freust du dich schon aufs Schwimmbad? Ja. What the fuck? Lars, voll geil. Chris? Perfekt. Da hinten sind die Kinder. Also, nur eine Fette. Wow. Nimm deine scheiß Kamera wieder. Die ist nicht scheiße. Die hat mehr Potenzial als du. Lars. Ah. Sind da. Ja. Du Scheiße. Der Olaf filmt mich schon die ganze Zeit. Ja. Hier hast du überhaupt kein Recht da drauf. Doch. Ich glaube, das ist ein Rumäne oder so. Nur weil er was schleppen muss, Chris, machst du Rassist. Nein, der guckt schon. Das ist das Schwimmbad. Wow. Da werden wir gleich reingehen. Oder was auch. Wir genau rausgehen. Das werden wir dann nochmal schauen. Ich denke, das wird so Viertel nach zwei irgendwann werden. Aber genau sagen wir euch dann nochmal Bescheid. Dann machen wir einen zentralen Punkt aus. Und gleich kann sich schon mal abduschen, wenn er möchte. Und vor den Duschen, da wir uns ins Schwimmbad reingehen. Warten. Bitte Seitenangang benutzen.